Bevor ich zu den Infos rund ums Spiel komme, hat der Marc eine Information für Sie vorneweg. Zwei Personalien. Gustav Walzwick und Christopher Nyman sind wieder zu ihren Nationalmannschaften eingeladen. Die Problematik dieses Mal ist eben, dass dieses Montagabendspiel in die Abstellungspflichtperiode für Nationalmannschaften fällt und wir in dem Fall leider keine Einigung mit Schweden erzielen konnten, sodass Christopher nicht zur Verfügung steht, wohingegen Gustav aber spielen kann. Argumentation war, dass die am Donnerstag schon spielen in Bulgarien und eben auf ihr Recht oder von ihrem Recht da Gebrauch machen, ihn abzurufen. Das ist keine neue Situation, hatten wir in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal, haben aber dann immer Lösungen mit den entsprechenden Verbänden erzielen können, wie in dem Fall eben halt auch mit Norwegen auch, aber diesmal hat es leider mit Schweden nicht geklappt. Die Problematik ist bei der DFL natürlich auch bekannt, da auch durchdiskutiert. Diesmal hat leider uns eben jetzt in dem Fall diese Problematik so ereilt. Super, vielen Dank. Dann habe ich die Infos für Kaiserslautern vorneweg. Stadiontore öffnen um 18.30 Uhr und die Tageskassen für den Gastbereich bereits um 17.30 Uhr. Und dann kommen wir zum sportlichen Flutlichtspiel in Kaiserslautern in deiner alten Heimat. Was erwartest du von deiner Mannschaft in dem Spiel? Wie wollt ihr das angehen? Ja, erstmal finde ich es sehr schade, dass wir einen Spieler jetzt aufgrund der nicht vorhandenen Bereitschaft seitens des schwedischen Fußballverbandes und des Trainers dort vor Ort eben einen sehr wichtigen Spieler am Montagabend nicht zur Verfügung stehen haben, genauso wie wir wieder am Montagabend spielen müssen. Das ist für die Heimmannschaft schön, aber für die Auswärtsmannschaft und vor allen Dingen für die Fans, die uns auswärts begleiten, nicht schön. Und das sind meines Erachtens eben unschöne Randnotizen zu einem normalerweise schönen Spiel in einem wunderschönen Stadion gegen eine Mannschaft, die ja auch vom Mark im Vorfeld der Saison als Aufstiegsfavorit eingestuft worden ist, nicht zu Unrecht. Der Kader, der natürlich halt auch ein paar altbekannte Gesichter aufweist mit Benny Kessel und vor allen Dingen auch mit Cello, wurde auch für die Saison über hinweg mit Spalvis und Castaner hochwertig besetzt, sodass man durchaus sagen kann, dass diese Mannschaft, unabhängig jetzt von der Situation, wo sie sich jetzt gerade eben befinden, mit keinem Sieg aus diesen Spielen, aber trotzdem mit einem extrem kampfstarken Spiel zu Hause gegen Darmstadt, denke ich, sollte man sie da eben jetzt nicht bewerten, wie sie momentan und wo sie stehen. Das ist eh eine Thematik, dann nach dem dritten, vierten, fünften Spieltag kann man noch keine Mannschaft richtig einordnen, aber auf Dauer ist der FCK mit Sicherheit ganz oben anzusiedeln. Gegen Darmstadt haben sie das unter Beweis gestellt, nachdem es sehr unruhig war nach dem ersten Spiel in Nürnberg, hat eine ganze Region, ein ganzes Stadion der Mannschaft geholfen, gegen Darmstadt mehr als gerechtes 1:1 zu erzielen. Und da haben sie sich sehr wütend gezeigt. Aber Wut ist ja manchmal auch ein Geschenk. Und haben dort eben ja, gezeigt, was in dieser Mannschaft drinsteckt. Also von daher wissen wir, dass das ein sehr kampfbetontes, aggressives Spiel sein wird, bei dem der FCK mit Sicherheit alles versuchen wird, den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen. Und wir wollen weiterhin ungeschlagen bleiben, zumindest in der Punkte-Meisterschaftsrunde. Das ist unser Ziel. Immer natürlich so ausgerichtet, dass wir maximalen Erfolg wollen, aber auch da erstmal wieder das Spiel reinfinden. Die Jungs, denke ich, werden ordentlich vorbereitet sein, werden über den Gegner, der bestimmte Verhalten hat, im Anlaufen gegen eine Viererkette, im Anlaufen gegen eine Dreierkette, bestimmte Verhaltensmuster eben halt auch zeigt, wird hoffentlich dann auch von uns gut vorbereitet sein. Aber da können sie sich sicher sein, das sind sie eigentlich immer und dementsprechend hoffe ich, dass die Jungs dann am Montagabend das dann auch umsetzen, um weiterhin ungeschlagen zu bleiben jetzt nach diesen Spieltagen. Weitere Personalie ist, dass
Klar, Steve Breitkreuz am Montag nicht zum Einsatz kommen wird. Der ist jetzt bei einem Spezialisten. Auch nochmal, um abzuklären, beziehungsweise um da eine Therapie jetzt mal anzuschlagen, die vielleicht hilft eben, dass er nicht extrem lange ausfällt. Da warten wir jetzt mal, aber für Montag keine Option. Dome Kumbela ist wieder im Mannschaftstraining mit dabei. Da ist es eben die Abwägung, Trainingszeit, Ausfallzeit, macht es Sinn oder gibt mir da eben halt auch nochmal die Situation, kein Risiko einzugehen, aber das werden wir dann auch jetzt in den nächsten Tagen nochmal abwarten. Wir haben ja jetzt heute nochmal unseren Hauptbelastungstag, morgen werden wir nochmal eher regenerativ trainieren, bevor wir am Sonntag dann nach dem Abschlusstraining Richtung Kaiserslautern aufbrechen werden. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Daniel Mauer von der Braunschweiger Zeitung. Ja, ich würde natürlich da personell gleich mal nachfragen. Dome Kumbela, Sie haben ihn schon angesprochen. Ist es eine Option, ihn mitzunehmen oder geht es jetzt darum, ob er dann von Anfang an spielt? Ja, es ist Risikoabwägung, ne? Das ist klar. Also wenn du so lange verletzt warst, musst du jetzt erstmal schauen, ne? wie verkraftet er eben die Trainingseinheiten und dann ist es die Überlegung, ja, nehmen wir ihn mit. Ja, das heißt nicht, dass gleichbedeutend dann so ist, dass er, wenn ich mitnehme, dass er dann auch von Anfang an spielt. Aber jetzt geht es erstmal darum, nehmen wir ihn mit oder nicht, gehen wir das Risiko ein. Wie gesagt, er war nach dem Düsseldorf-Spiel, wenn man alles mit einbezieht, 3 Wochen fast außer Gefecht und jetzt 1 Woche Mannschaftstraining. Da muss man jetzt einmal abwägen jetzt und abwarten noch. Gleich da auch dann nachgesetzt. Es gibt andere Kandidaten, Abdullahi, einer, von dem man sich viel versprochen hat, der tolle Anlagen besitzt, wo man immer noch so ein bisschen darauf wartet, dass er so richtig in den Lauf kommt. Ist das vielleicht für ihn dann auch eine Situation und vielleicht auch für Julius Biada? Ja, ich will nicht zu viel verraten. Schön ist, dass wir die Optionen haben, ja, dass wir mit Manni eben einen hochveranlagten Stürmer in der Hinterhand haben, wo wir alle wissen, eben, dass er als kommender Spieler in der letzten Saison leider mit der Verletzung zu kämpfen hatte, dass wir bei ihm einfach auf diesen Knoten warten, der sich löst, aber er kommt da auch immer näher dran. Für mich ist es trotzdem schön zu sehen, dass alle hilfsbereit sind, innerhalb der Mannschaft da ihn auch immer weiter zu unterstützen, aber es liegt natürlich halt auch ein Stück weit an ihm. Ja. Er ist halt auch, hat sich auch dem Profigeschäft verschrieben. Das heißt also, er muss auch dann anfangen zu liefern. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Juli ist eine Möglichkeit. Noch andere. Dann haben wir einen Fundus auch in der U23, wo du vielleicht überraschend irgendwas machen kannst. Aber das werden wir mal sehen. Jetzt gucken wir mal, dass alle noch fit bleiben bis zum Sonntag. Eine hätte ich noch gleich, dann an den Manager auch nochmal nachgefragt, Personalie Nyman. Sie haben gesagt, die Problematik ist bei der DFL bekannt, jetzt Gustav Walzwick. Da hat die Absprache scheinbar ja ganz gut funktioniert. Ist das irgendwie eine Überlegung halt, dass man bei der DFL sagen kann, warum macht ihr diese Montagsspiele dann in der Länderspielpause oder wie diskutiert man dann mit dem? Weil das ist ja doch schon, dass man verschuldet in einen großen Nachteil kommt. Genau. Also es gibt wohl, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber mittlerweile eigentlich fast keinen Zweitligisten mehr, der keinen Nationalspieler hat. Und die DFL versucht es dann von der Einteilung der Spiele schon, wir sprechen ja nur von den Spielen vor der Länderspielpause, dann so einzuteilen, dass es eigentlich ja jeden nur einmal in der Saison sozusagen erwischen kann, dass keine Regelung mit den Verbänden erzielt wird. Also das Problem ist dort schon bekannt. Aber Aussicht auf eine Lösung gibt es nicht, weil die Fernsehverträge eben so auch aussehen mit diesen Montagsspielen für die zweite Liga. Wir in Deutschland sind auch die einzige zweite Liga, die auch an diesen Montagen in der Länderspielpause spielt, sodass es dann letztendlich immer darauf ankommt, was für ein Verhältnis können wir mit den Verbänden aufbauen und was für ein Verständnis bauen die dort auf, dass der Spieler natürlich bei seinem Verein auch sein Geld verdient. Bei den Norwegern war es jetzt eben so, dass die gesagt haben, gut, sie spielen erst am Freitag, dann ist nochmal ein Tag mehr Zeit, dass sie sich darauf eingelassen haben. Und die Schweden haben sich, weil Donnerstag schon Spiel ist und mit Anreise nach Bulgarien, eben da auf ihr Recht berufen, ihn abzuziehen.
wirklich nochmal. Also wie reagiert man dann? Ist man dann, haut man den Hörer hin? Oder also, weil ich stelle mir nur vor, das frustriert ja dann doch ziemlich, wenn man vielleicht ja auch gute Argumente hat. Und Christopher Nyman war jetzt die letzten schon wichtiger Spieler in der Nationalmannschaft, aber sie genau, das ist eben so der Punkt. Er ist natürlich für uns auch ein sehr wichtiger Spieler, für die Schweden mittlerweile eben halt auch. Er ist jetzt nicht Spieler Nummer 17 oder 18, sondern in den letzten Wochen ja entweder von Anfang an gespielt oder ist dann der erste Einwechselstürmer dann auch gewesen, sodass ich in der Richtung natürlich auch wenig Argumente hatte, ihnen zu sagen, naja, er braucht ihn ja nicht. Also das ist wirklich eine schwierige Situation. Die Regularien sind nun mal so, wie sie sind. Die müssen wir akzeptieren. Haben da auch sehr viele Telefonate geführt. Auch Christopher hat sich da auch nochmal engagiert, weil er letztendlich ja derjenige ist, über den man hier spricht. Aber auch er konnte da kein Verständnis bei seinem Verband dann auch finden. Dass wir darüber natürlich not amused sind, ist ja klar. Gibt es weitere Fragen? Dann machen wir mal mit Alex Leppert vom Matzak Verlag weiter. Alex, links hinter dir. Jawohl. Thorsten, erwartest du denn Lautern mit 3-4-3? Naja, gut, ich meine, sie haben jetzt mit Robin Koch einen tamesen Innenverteidiger verloren. Ich denke, dass jetzt Cello zu seinem Einsatz nach der Verletzung kommen könnte oder Modica, der jetzt wieder wahrscheinlich einsatzfähig ist, also genaueres weiß ich ja nicht. Das ist auch nur das, was ich dann an Informationen dann auch mir versuche zu besorgen, über die hiesigen Journalien, die dort sind, ja, oder durch meine Kontakte in die Pfalz. Durchaus möglich, ja. Ich glaube, dass er eben im ersten Spiel gegen Nürnberg im 4-2-3-1 dann im Anschluss danach wieder auf das Spiel mit der Dreierkette oder dann ja, mit der Fünferkette zurückgegangen sind, weil sie in der Rückrunde der letzten Saison damit eben halt auch sich sehr stabilisiert haben und Punkte geholt haben, um nicht abzusteigen. Wichtig für mich ist, dass wir wissen, okay, wie sie anlaufen in der Situation, wenn der Gegner eben halt auch eventuell mit einer Dreier- oder mit einer Viererkette spielt und Muster zu sehen, die wir erkennen, dann gerade in ihrem Defensivverhalten mit Dreier- oder mit Fünferkette. Aber letztendlich wissen wir es nicht ganz genau, aber es hat ihnen Stabilität gebracht, von daher glaube ich schon, dass es ein 5-2-3 werden wird. Und nach den Erfahrungen jetzt gegen Aue, wie spielt man am besten gegen 3-4-3 oder 5-2-3, je nachdem, wie man es bezeichnen will? Besser als gegen Aue. Am besten besser. Nein, es gibt Muster, die haben wir ja auch aufgezeigt, ja, ob das jetzt gegen Aue war oder da gab es auch in der ersten Halbzeit, denke ich, viele Situationen auch, wenn wir da mit Sicherheit unterschiedliche Meinungen dann auch sind, aber es gab da auch Situationen, die wir aufgezeigt haben, ja, wie der eben eine Dreier-Fünfer-Kette auch in der Defensive bespielen kannst. Aber dass es nicht einfach ist, ja, gegen einen massiven Block Räume zu finden und zu bekommen, das ist auch normal, ja. Deswegen gehen ja viele dorthin, eben auch das zu machen, um Räume zwischen den Ketten dann auch besser zuzustellen mit Verteidigern grundsätzlich, ob jetzt im Zentrum oder am Flügel. Aber da ja, gibt es dann unterschiedliche Situationen, die man auch erkennt. Ja, jeder hat so ein anderes Muster, wie er verteidigt. Ne? Die Auer verteidigen auch sehr stark nach vorne über ihre Außenverteidiger, ähnlich wie wir das machen, wenn wir dann wenn wir mit der Dreierkette spielen. Aber es gibt eben aber auch Muster, wie sie sich verhalten, dann insgesamt in dieser Fünferreihe, ne? ob sie alle mitschieben oder ob sie stehen bleiben und dann nochmal nach einem Ballverlust des Gegners in eine Kontersituation zu kommen. Und da versuchen wir eben halt auch wieder, wie es oft so ist, ne? Es ist mit dem Spieltag Aue, dann der Analyse Aue fertig, dann beschäftigt man sich dann eine Woche lang jetzt mit dem Gegner, versucht alles irgendwo rauszufinden. Und dann hofft man eben, dass man die eine oder andere Lücke am Spieltag findet. Dann weiß man aber auch, da ist ein gegnerischer Trainer, der weiß halt auch, okay, das haben wir nicht gut gemacht, versuchen wir das zu unterbinden. Und ausgerechnet das hast du gesehen und dann kommst du hin und sagst, meine Güte, jetzt machen sie doch nicht den Raum auf. Aber letzte Woche haben sie ihn aufgemacht, das sind alles so viele Dinge.
Und dann gibt es auf einmal einen Elfmeter und einen Eckball, der reinschlupft und verlierst du oder gewinnst du so ein Spiel. Ja, auch nochmal eine Frage an den sportlichen Leiter. Auch Lautern hat er jetzt einen Abwehrspieler abgegeben, hat Geld in der Kasse, sucht einen Spieler möglicherweise für offensiv. Eintracht sucht einen Spieler für offensiv, diverse Vereine, eigentlich alle Vereine wahrscheinlich suchen einen Spieler für offensiv. Ist der Markt momentan überhitzt oder ist da noch Land in Sicht, dass man doch noch einen holen kann, der eventuell reinpasst und auch nicht gerade Milliarden kostet? Also wenn wir einen holen, dann sind wir davon überzeugt, dass er reinpasst und wird dann auch keine Milliarden kosten, das ist klar. Nein, also wir, nochmal, wiederhole mich da gebetsmühlenartig, allzu lange Zeit haben wir nicht mehr, das ist natürlich auch bewusst, aber wir sind da in Gesprächen und ich gehe davon aus, dass wir da noch den gewünschten Spieler finden werden. Und auch noch verpflichten, dann nicht nur finden, sondern dann auch verpflichten. Dann doch noch eine Personalie. Wer mitfährt in Kaiserslautern, der sportliche Leiter, fährt er denn mit oder fährt er ins Ausland irgendwo verhandeln? Der fährt mit, wie immer. Begleitet den Christopher Nyman nach Bulgarien und Weißrussland. Wollte ich immer schon mal hin. Wir machen mit Frank Vollmer von Regionalsport weiter. Sehr ruhige PK heute, finde ich. Der letzten, da würde ich gerne angehen. Wusste ich doch. Eine Frage muss sein in die Richtung. Ich denke, nach einer Woche kann man sagen, so, das war eher so eine Schutzmaßnahme, die Thorsten Lieberknecht da für seine Mannschaft getan hat. Also sich mal davor gestellt, gesagt, bis zum Schluss stelle ich mich vor die Mannschaft, das ist mein Team, ich kämpfe für die. War denn unter der Woche irgendwas anders nach diesem blühenden Statement für Ihr Team? Nee. Nicht so wie vorher auch, dass wir ganz vertrauensvoll miteinander trainieren und ganz ja, gute Stimmung eben in der Truppe drin haben. Über Engagement und Training muss ich mich da nie beschweren. Da hat sich nichts verändert. Das erwarte ich auch nicht. Ja? Was mir insbesondere gefallen hat, ist eben, dass wir eine rege Diskussion angeschoben haben. Ja? Mir war klar, dass es unterschiedliche Meinungen auch über diese Situation gab aber und gibt. Aber ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, Wut ist manchmal ein Geschenk. Ja? Das ist die Antriebsfeder und der Benzin, den man braucht, um weiter extrem forciert zu arbeiten mit vielen Dingen. Und es gab gute Gespräche, es gab, wie ich finde, auch gute Gespräche mit euch, mit den Journalisten auch, ja, das finde ich auch, gab es auch gute Gespräche, wo man sich auch mal die Meinung gesagt hat und Dinge auch ausgetauscht hat, und das war auch gut, und das ist, gehört zu einem Fußballbereich oder zu einem Fußballverein, wie ich finde, eben halt auch dazu, weil so ein Fußballverein eben halt ein sehr emotionaler Verein ist, aber trotzdem glaube ich, ist es auch ein Markenzeichen von uns, dass wir nicht nur emotional sind, sondern auch Dinge auf dem Platz präsentieren, die weit über das Emotionale hinausgehen. Aber wir haben was angeschoben oder ich habe zumindest ein bisschen was angeschoben, was mir bewusst war auch. Ja, und wir haben alle diskutiert, es ist eine rege Diskussion. Wir brauchen das in Braunschweig. Und ich erwarte auch nicht, dass jeder dann mir recht gibt oder irgendwas. Das kann ich auch und will ich auch nicht erwarten, sondern ich glaube, dass es gut war, dass wir... Ja, dass wir drüber gesprochen haben, und deswegen hatte ich wirklich gute Gespräche gehabt unter der Woche mit allen Verantwortlichen hier im Verein, viele Gespräche auch drumherum, aber auch mit euch, ja, die ja auch mit da kurz reingezogen worden sind, nicht mit allen Themen, aber auch kurz mit reingezogen worden sind, deswegen fand ich das zum Abschluss, dann haken wir es ab, positiv. Oder? Können die Zuschauer Daniel nicht nickt. Sehen hier, aber alle nicken. Gibt es noch weitere Fragen? Frank Horner, Radio SRW. Frank gibt mir nicht recht jetzt. Doch, aber doch, ich brauche also Material, um neuen Frischkäse zu produzieren. Also auch immer frisch. Um im Wortlaut zu bleiben. Ja, genau. Ja, apropos Wortlaut, die Festung Betzenberg hat ja schon eine besondere Bedeutung für euch, nicht nur für dich, auch für Jürgen Rische und vieles andere mehr jetzt. Erlebt ihr da eure ehemaligen Spieler? Ist das ein Vorteil, dass man eben weiß, wie Cello spielt, wie Benny Kessel spielt, oder eher ein Nachteil, dass die natürlich auch wissen, wie ihre Mannschaft spielt? Ja, also die Jungs, wenn sie spielen, wir wissen ja, welche Qualität die haben, ja, ob das Cello oder Benny ist, ja, die werden natürlich sehr emotional auch dort spielen.
Und gut, Benny war jetzt mal auch zwischendurch mal ganz woanders, aber das waren ja schon Jungs, die wir hier lange Zeit bei uns gesehen haben und ja, alle Jungs eben halt auch durch Höhen und Tiefen begleitet haben. Deswegen tut mir jetzt ein bisschen weh so im Nachgang, wie der Abgang mit dem Cello war, wo man versucht hat, trotzdem einen würdigen Abgang zu schaffen, aber der Abgang zwischen ihm und mir so in diesen Tagen der Relegation und so, der hat mir persönlich auch nicht so gut gefallen, was aber nicht mit ihm zusammenhängt, sondern eher von meiner Warte aus, weil ich da denke, ich hätte das ein oder andere besser machen können, aber das ist leider halt auch der Fußball, dass es da zu solchen Entscheidungen kommt und dann in der Kürze der Zeit dann auf einmal ja nicht alles, wo man nicht alles dann absprechen können oder besprechen können. Aber trotzdem freue ich mich auf die Jungs und freue mich vor allen Dingen halt auch für Cello, dass er nach seiner Verletzung jetzt in Kaiserslautern hoffentlich dann auch verletzungsfrei dann auch bleibt hofft dann aber, dass wir trotzdem als Sieger vom Platz gehen und er danach dann bis zum Rückspiel die große Stütze wird, ja, beim FCK mit dem Benny zusammen. Aber sie haben halt was getan, FCK, was die DNA angeht. Ja. Jahrelang war eben halt auch in Kaiserslautern, oder lässt man danach eben halt auch Jungs da zu haben, die so ein bisschen das Ganze verstehen, wie der Verein tickt und dann die Region und die Stadt und so. Und da hat man schon gesehen, ob das jetzt auch mit Artig ist, der aus Frankenthal kommt, also auch ein tief verwurzelter Pfälzer ist, oder Halfa, Kessel, Koraya, Müller, in alles Jungs, die aus der Region kommen. Also da sieht man schon, was sie auch Wert gelegt haben jetzt. Und ich freue mich auf die, aber mit Anpfiff geht es dann halt wieder los. Ne? Du hast auf die Nachwuchsspieler auch ein bisschen geschielt. Wir haben ein gutes Spiel gesehen von Eros, aber er sagte dann eben auch, die Intensität ist natürlich viel höher als das, was sie normalerweise in der U23 gewohnt sind. Wie kriegt man dieses Defizit raus? Wir kriegen die Extraschichten im Training, oder weil willens sind sie ja. Das ist ja, ja. Nein, das Training überhaupt bei uns, ja, also die tägliche Trainingsintensität macht sie hoffentlich stärker und robuster. Und das hat der Eros schon gut erkannt. Ja. Gab eben halt lange Zeit jetzt, wo wir darauf gewartet haben. Und ich glaube, mitentscheidend war, dass Henning Bürger ihn in der letzten Saison auch in den vielen Gesprächen, die wir hatten, aber er ihn auch da so in diese Kapitänsrolle gebracht hat und dann eben halt auch auf die Sechserposition mitgebracht hat, um dort schon mal Robustheit zu gelangen. Und jetzt ist die Entscheidung zu sagen, okay, wir haben ihn jetzt bei uns, und durch die Trainingsintensität, die übrigens auch die, nicht nur die eigenen oder die Nachwuchsspieler bei uns, ja, wir haben die Woche auch ein fester Bestandteil, den wir jetzt haben, dass wir eine Trainingseinheit immer haben, wo Jungs eben aus der U19, U23 oder wenn es ein Übertalent ist, sogar aus U17 bei uns einmal in der Woche fest mittrainieren, haben wir in der Woche auch gehabt, aber es gibt auch die Jungs, die schon als Profis von anderen Vereinen kamen. Ja. Wir haben jetzt gerade über Manni gesprochen, Abdullahi, wir sprechen über selbst Totte Nyman, Gustav Walzwick, die schon auch Trainingseinheiten hatten in Profivereinen, aber für sie ist die Intensität dann hier dann nochmal eine andere. Das sagen sie selbst auch, und auch sie haben eine Adaption dann, bis sie sich da anpassen. Ne? Und das ist eben die Intensität des, ohne da jetzt andere Vereine da jetzt oder andere Länder genauestens zu kennen, aber jeder weiß, dass die Trainingsintensität in Deutschland eine große Rolle spielt, gesteuert natürlich auch, aber eine große Rolle spielt, und jeder dadurch auch ein Stück weit nochmal besser wird. Und gerade junge Spieler werden dadurch, durch diese tägliche Situation, sich mit gleich starken oder sogar eben tick stärker spielenden, kräftigen Jungs zu messen, werden dadurch auch stärker. Frank Vollmer nochmal vom Regionalsport. Es klang gerade noch kurz an. Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Norbert Meyer ist ja auch ein Typ als Trainer. Ich denke, man ist schon ein paar Mal aufeinander getroffen. Ist das auch, macht das Spaß so während eines Spiels, wenn man sieht, okay, der Trainer packt jetzt die Taktik aus. Gerade ihm hieß es, der öffnet, ach, dann öffnet er nicht. Gibt es da so ein Hin und Her während des Spiels, was auch so ein bisschen reizvoll ist? Mein Name ist noch Gary Ehrmann. Auf der Bank rumsitzen, da muss ich auch wehren. nein. Ich glaube, dass das ein hohes Qualitätsmerkmal mittlerweile geworden ist,
in den Ligen, ob erste Liga sowieso, zweite Liga, aber auch dritte Liga. Man hat sehr viele Trainer, die sich nicht nur dann einen Kopf machen, wenn der Spieltag beginnt, sondern lange bevor der Tag kommt, an dem das Spiel stattfindet. Also jeder, glaube ich, und das merkt man, bringt große Qualität rein, eben wie er eine Mannschaft aufstellt, wie er versucht, die Mannschaft auf den Platz zu bringen. Und da ist Norbert Meyer mit Sicherheit auch einer, der gewieft ist. Aber während des Spiels reagiert man da nicht mehr großartig? Doch, klar. Wir haben ja jetzt hier auch gesehen, ja, dass wir gegen Aue die Situation hatten, gerade zum Schluss hin, ja, dass wir das System spiegeln mussten von Aue, um auch wieder dann mehr Zugriff und das Spiel zu verlagern in ihre Hälfte wieder. Und das ist uns, glaube ich, dann schon gelungen, als wir wieder gespielt haben. Also du musst permanent auf der Suche sein, darfst aber auch manchmal nicht übertreiben. Das ist auch wichtig. Und weil wir ja systemunabhängig denken, bleiben wir auch dabei. Okay, aber Kaiserslautern, kann das sein, dass er komplett überrascht, der Norbert Meyer, dass er plötzlich was ganz anderes macht, als man erwartet hat? Auch, klar. Ja. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Ich gucke nochmal in die Runde. Sehe keine Wortmeldung mehr, dann sehen wir uns am Montag in Kaiserslautern. Vielen Dank.